Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Random Shit. Wir spielen heute Block-Champion. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich dachte erst, das wäre ein Tetris, aber anscheinend macht man das anders. Oder ist es vielleicht Tetris? Ich bin gespannt. Tetris ohne zeitlichen Druck vielleicht an der Stelle. Kann man die auch irgendwie drehen? Wir probieren heute wieder Spiele aus, mal gucken. Nee, ich glaube, die sind fest, so wie sie sind, oder? Ja, das fühlt sich an wie Tetris. Ah, aber, hä? Irgendwie bin ich verwirrt. Also. Ich mach einfach mal und wir probieren hier. Ja, mach einfach mal, ja. Drehen kann ich nicht, also. Ich kann das Bild speichern. Ja, kann ich nicht. Ja, oh ja, mach mal später Bild speichern. Bin neugierig, ob er dann zufällig auch das, deinen Stand irgendwie als Screenshot macht oder so. Wahrscheinlich. Ja, lustig. Ah. Oh, scheint so ähnlich wie Tetris zu sein, also nicht ganz so. Ja, nichts Verabfallendes, sondern deine Position bleibt immer gleich an der Stelle. Ja, was der Eisblock jetzt an der Stelle soll, ist jetzt die gute Frage auch an der Stelle. Du meinst dieses Elektrozeichen, ja, oder? Nee, der Eisblock unten links. Ach da, stimmt, den habe ich noch gar nicht gesehen. Mhm. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ja, wir werden das gleich erfahren. Ah, das sind quasi zwei Blöcke. Okay, verstehe. Muss aufgetaut werden, alles klar. Und Elektro in einer Reihe scheint auch irgendwie Damage zu machen oder so, keine Ahnung. Kann man hier oben hin. Also ich glaube, das waren jetzt vier solche Elektro-Dinger an der Stelle auf einer Reihe und dann hat er das gecheckt. Oder zwei aneinander. Okay. Ach, dann macht er die ganze Reihe kaputt. Aha. Ja, das ist auf jeden Fall cool, total ein chilliges Spiel, muss ich sagen. Ja, das wäre etwas, was ich mal so zwischendurch einfach mal anmachen würde, wenn ich gerade nichts zum Tun hätte. Ja. Musik ist auch schön angenehm und so. Finde ich schön. Ja, ja. Definitiv. Und tu den Fitten in der Mitte. Ja, ja, ja. Barry versteht mich. Ah, Barry. Ich glaube nur das Zweierblöckchen da unten kriegst du nicht ausgefüllt. Nee, wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Ich werde jetzt gleich sterben, glaube ich. Ja, ich befürchte das leider auch, ja. Ja, ich kann nichts mehr machen. Jetzt habe ich wahrscheinlich verloren, wenn ich das so mache, oder? Nee, ja. Kannst es gar nicht setzen, ne? Ja, Nimm mal den Dreier an der Stelle und versuch ihn mal oben ranzusetzen, dass es irgendwie vielleicht an den Rand geht. Ah, was ist jetzt los? Keine Ahnung. No moves left. Okay. Das war wirklich so an der Stelle, das war noch die letzte Möglichkeit und danach geht nichts mehr an der Stelle. Ach, man kann auch immer ein. Was ist das denn hier? Ist das ein Unterschied? Okay, da sind wir wieder. Irgendwie funktioniert mein Adblocker nicht mehr und ich weiß nicht warum. Zitat Zellos, alles außer ein- und wieder ausschalten kannst du nicht machen. Aber man kann ja scheinbar immer, was ist denn, wenn ich den jetzt zum Beispiel nehme? Dann kommt da unten wahrscheinlich ein neuer, ne? Nee, okay, man muss immer die drei. Immer die drei verbrauchen und dann. Vorgegebenen nehmen. Ja, aber das ist so, das sieht so für mich ein bisschen aus wie so ein Programmierprojekt für ein Studi, so sein erstes kleines Mini-Projekt, was er programmieren könnte. Wusste nicht, wie man diese Steine drehen kann, deswegen. Nee, wahrscheinlich sollte das, ist einfach eine Spielregel. Ja, das war jetzt nur böse gemeint. Das war jetzt nur Sarkasmus. Über dieser böse Sarkasmus. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay. Irgendwie glaub, bin ich diese Runde nicht so gut, aber. Du verbaust dir ganz schön was gerade ein bisschen, glaube ich. Ja, war jetzt nicht so gut. Du hast, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Denke drin, du musst es irgendwo oben drauf bauen. Dabei kannst du es einfach halt irgendwo mittendrin reinbauen. Ja, du hast mich erwischt. Ja. Das Gute ist, ich muss das Spiel ja nur zeigen. Ich muss es ja nicht gut spielen können. Nee, wir machen jetzt einen Highscore und den muss dann erstmal jemand clearen an der Stelle. 293 oder wie viel hatten wir eben? Ich hab grad, ich weiß ich gar nicht mehr. Ja, sag einfach 293, Barry. 293, Barry. Oh, Double Clear und Multiplayer. Oh, Multiplikator. Baby. Und Musik, zu der man sich direkt schon wieder hier ausziehen will, ne? Oh ja. Schon sehr erotisch, die Musik, muss ich schon sagen. Definitiv. Das ist so entspannter Elektro-Synthi ist das, oder wie man das nennen soll an der Stelle. Ja, aber ich denke mal, wenn wir jetzt diese Runde zu Ende gespielt haben, also, gibt mir jetzt natürlich solides Spiel. Ja. Cool. Das ist auch komplett random, wie die kommen. Das finde ich ganz gut, weil bei Tetris hast du ja immer so, wie viele Blöcke gibt es da? Ich sag jetzt mal 12, ich weiß es nicht genau. Ja. Da ist ja immer Wahrscheinlichkeit, wie das hier ist, wissen wir natürlich nicht. Gut, wird wahrscheinlich. Auch mit Wahrscheinlichkeit. Ich kalkuliere das tatsächlich wahrscheinlich einfach durch so Random Number Replicator, glaube ich, an der Stelle, also der Generator. Aber wo sehe ich denn, wie viele Züge ich noch habe?
bis du keine mehr legen kannst, glaube ich, an der Stelle. Also bis wirklich... Ach so, bis man voll ist quasi. Nichts mehr machen kannst. Ja, okay, genau. Dann schiebe die Runde einfach zu Ende, bis ich irgendwann hier keinen Platz mehr habe. Korrekt. Und da du jetzt ein Profi bist, dauert das jetzt erstmal noch ein bisschen. Also von dem her, ne, wie geht's euch Zuschauern so? Genau. Erzählt mal, wie war der Tag so? Ich hätte gedacht, dass ich schneller sterbe, weil ich am Anfang absichtlich so willkürlich gelegt habe. Aber diese Willkürlichkeitstaktik scheint ganz gut zu sein. Du hast jetzt schon doppelten Score als davor. Also, obwohl ich beim ersten Mal angeschreckt habe und hier nicht. Tja, vielleicht musst du einfach weniger denken, Barry. Das hatten wir ja schon in anderen Spielen. Ach hier, jetzt ist Game Over. Okay, 505. Ihr könnt ja versuchen, den Score zu berechnen. Also ich würde sagen, ein Yay, mir hat das Spaß gemacht. Also mir hat es auch gefallen, auch ein Yay von mir. War schön. Gut gemacht auf jeden Fall. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis denn. Tschüss.